So, Freunde, heute ist es endlich soweit. Wir werden einen Roller für Knossi kaufen. Ja! Meine Stimmbänder, ich darf nicht schreien! Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wie zur Hölle kommen wir jetzt auf die Idee? Knossi war bei uns zu Besuch und da hat er uns erzählt, als wir unten in der Garage waren, als er den Speedfight gesehen hat, dass er selber auch mal früher einen Speedfight gehabt hat. Und natürlich kam uns dann direkt die Idee, wir kaufen Knossi einen Roller und machen eine Knossi Edition daraus. Und genau das werden wir heute tun. Aber wir bleiben drin! Okay, Leute, nachdem ich jetzt gefühlt eine Stunde, also nicht wirklich eine Stunde, eher eine halbe Stunde gesucht habe nach einem vernünftigen Roller, habe ich hier in Kiel einen gefunden, sogar vom Händler. Der ist jetzt gerade noch, wie ihr sehen könnt, neon, orange und blau. Soll 650 kosten. Aber das Geile ist, hier ist ein gewerblicher Nutzer und der hat eben auch eine Telefonnummer hinterlegt. Bei den anderen war es immer so, dass ich nur Nachrichten schreiben konnte und ich will den ja jetzt heute noch kaufen. Deswegen, wir rufen da jetzt einfach mal an. Hier ist die Telefonnummer. Da ist das Handy. Und dann gucken wir mal, ob wir Glück haben. Das kann doch nicht sein, oder? Mittagspause. So, was gibt's? Oh. Dann ist der Tag komplett. Okay, Leute, es gibt ein Update. Ich konnte ja bei dem Unternehmen leider niemanden erreichen, aber der Sascha hat geantwortet. Und zwar hat Sascha hier den Peugeot Speedfight 2 WRC Edition im Netz für 699. Und ich habe gerade mit ihm geschrieben und er ist jetzt erreichbar. Das heißt, wir rufen ihn jetzt an und haken mal nach. Vielleicht können wir sogar direkt am Telefon schon ein bisschen verhandeln. Ich bin gespannt. Moin. Moin, Sascha, ich grüße dich. David hier, hi. Ja, moin. Ja, wunderbar, das ging ja fix. Du, ich hätte echt Interesse an dem Roller. Ja. Du hast ja schon gesagt, der läuft rund. Also technisch ist der einwandfrei. Irgendwas, was man noch, weiß nicht, machen müsste jetzt in naher Zukunft? Fällt dir da irgendwie was ein? Nee, wie gesagt, also ich habe den immer benutzt, um zur Arbeit zu fahren. 3-4 Jahre lang. Und dann habe ich mir den Speedfight als 100er gekauft. Ja. Und davor hatte ich eigentlich immer alles gemacht. Also ich persönlich habe in der Zeit, wo ich den hatte, die Bremsbeläge neu gemacht. Also das ist alles soweit in Ordnung. Einen neuen Zylinder hat er mal bekommen von mir. Ja. Und ja, soweit ist eigentlich alles auf Stand. Das Einzige, was halt ist, dass er keinen Lenkradschloss mehr hat, ja, weil der mal geklaut wurde, ne? Aber den habe ich dann wieder bekommen. Ja, und nun steht das gute Stück eigentlich schon seit etwas über einem Jahr, fast 2 Jahre, glaube ich, müsste ich mal nachgucken, in der Garage. Und ich habe mir mal gedacht, vielleicht brauchst du den ja nochmal, aber... Um ehrlich zu sein, nein. Ja, wunderbar. Du, dann kann ich ja vielleicht Abhilfe schaffen. Das ist ganz crazy. Es soll ein Geschenk für einen Kollegen sein. Ja, ja. Total verrückt. Der hatte das mal angesprochen, Peugeot Speedfight. Und deswegen wollen wir da jetzt was Kleines organisieren. Jetzt die Frage. Ich würde, falls du heute Zeit hast, weiß nicht, vielleicht so gegen 16.30 Uhr, würde ich einfach mal vorbeikommen. Und falls der läuft, würde ich den, wenn du sagst, das geht gar nicht, dann müssen wir noch mal ein bisschen verhandeln, würde ich den für 500 Euro direkt mitnehmen. Ich glaube, du würdest da dem besagten Kollegen einen riesen Gefallen mitmachen und wenn der dann überrascht wird mit dem Ding und ein bisschen Zweitaktduft schnuppern kann, dann wäre das die absolute Oberklasse. Ja, 16:30 weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob ich das schaffe. Ich muss ja noch mal nach Winsen mein Auto da abliefern und ich weiß nicht, wie lange ich dann mit Bus und Bahn zurück brauche. Von daher ist das von mir jetzt schwierig zu sagen. Würde auch später gehen oder ist es dann zu spät? So 17 oder 17:30, das wäre auch gar kein Problem. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Soll ich mich sonst noch mal melden, sobald ich das einschätzen kann, wann ich zu Hause bin? Ansonsten müsste mir das halt echt... morgen versuchen oder so, wenn es dir da auch passt. Also wenn wir das heute noch hinbekommen, dann wäre das der Oberhammer, du. Ja, ich werde mir dann auf jeden Fall Mühe geben. Also ich werde dann zeitnah losfahren, mein Auto wegbringen und wie gesagt, sobald ich dann quasi im letzten Bus sitze und genau sagen kann, wann ich zu Hause bin, dann teile ich dir das auf jeden Fall sofort mit. Mega, wunderbar. Du sagst dann schon mal dickes Dankeschön und dann sage ich mal bis später. Jo, bis später. Ciao. Ciao. Also er hat jetzt nichts dazu gesagt mit den 500 Euro. Ich weiß nicht, ob das untergegangen ist, aber ich nehme dann nachher, wenn er denn rechtzeitig nach Hause kommt, einfach mal 600 mit. Das heißt, ich kann auch nicht mehr als 600 ausgeben und vielleicht gibt er ihn ja sogar für 500 ab. Dann hätten wir 199 Euro nochmal runtergehandelt. Das wäre mega, mega geil. Okay, Freunde, ich war jetzt gerade bei der Bank, habe 600 Euro abgehoben. Für den Fall, dass er sagt, unter 600 geht's nicht. Wenn er sagt, über 600, dann habe ich nicht genug Geld. Aber ich hoffe einfach, dass wir den Peugeot Speedfight für 500 Euro für Knossi kriegen. Das wäre so geil. Ich bin richtig aufgeregt. Wir sind total in Zeitnot, weil der Bus ausgefallen ist vom Sascha. Und deswegen ist er jetzt später zu Hause und ich habe gleich danach noch eine Verabredung und dann noch eine Verabredung. Also komplett crazy, aber wir schaffen das. Ich bin positiv gestimmt. Let's go.
So, Freunde, es ist jetzt schon ein Tag vergangen, aber ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe echt einen Roller für Knossi bekommen. Oh, Baby! Echt jetzt? Ja. Es ging richtig schnell. Ja, Annika hier hinter der Kamera. Du hast den auch noch nicht gesehen? Nee, ich bin gespannt. Und jetzt, Leute, ohne Scheiß. Am Telefon habe ich ja schon gesagt, weil ich habe den auf 550 Euro runtergehandelt. Ist das geil? Von? 690 oder so? Im Transporter ist er. Ich würde sagen, ich lade den jetzt aus und wir versuchen ihn dann auch mal anzukicken und ein bisschen Gas zu geben, oder? Ja. Hang, hang, hang. Zweitakt. Hang, hang, hang. Ich stelle mir jetzt schon Knossi davor auf dem Roller. Ja, oder? Das ist das Knossi-Mobil. Das ist ein Speedfight 2. Den müssen wir richtig. Den müssen wir noch richtig aufmopsen. Ich meine, das ist genau der, den Knossi damals hatte. Speedfight 2. Alter, ist das geil? Hier. WRC Edition. Rally. Pass mal auf, hier Schlüssel steckt. Ich hoffe, der geht jetzt an. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding anmacht. Ich glaube, auf dem Ständer erst. Also, so. Und dann hier. Ein Kick. Also, jetzt mal, wie krass ist das, oder? Ja, das ist. Wie geil läuft der denn? Knossi, wenn du das siehst, Kuss geht raus. Nur für dich. Warte mal ab, wenn das Ding fertig ist. Boah, wir machen das mal richtig schick. Du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben. Es ist jetzt noch kalt, ich darf nicht so viel Gas geben. Fahr vorsichtig. Guck dir das Ding an. Ist noch keine Knossi-Edition. Das heißt, wir müssen noch viel machen. Wir werden den komplett modifizieren. Hier so hässliche Spiegel, die kommen weg. Farbe wir werden auch. Den tunen. Wir brauchen einen Sportauspuff. Das volle Programm, wirklich. Wenn wir was machen, vor allem für Knossi, dann nur 100%. 110%. Das wird so geil. Ey, weißt du, wie gespannt ich bin auf die Reaktion dann? Ich bin auch dann? So gespannt. Na, ich freue mich. Ja? Die erste Runde. Ich bin wirklich happy. Wir haben telefoniert. Wir haben direkt an dem gleichen Tag haben wir den Roller noch abgeholt. Wir haben ihn runtergehandelt. Er läuft. Das war mir persönlich wichtig. Technik muss top sein. Er geht direkt an. Ihr könnt mir jetzt mal an der Stelle eure Meinung, eure Ideen für den Roller, den Knossi-Roller, unten in die Kommentare schreiben. Bin auf jeden Fall mega gespannt, ich was dabei rumkommt. Du hast eine geile Idee? Lass mal da diesen Peugeot, dieses Peugeot-Zeichen, so eine Krone. Krone. Dran. Aber so richtig in 3D. Ja, richtig. In Gold. In Gold. Ja. Das wird geil. Okay, ich würde auch sagen, das nächste Video findet dann beim Kanal von Sören statt, auf dem Kanal von Sören. Checkt es ab. Ja? Da denke ich mal, werden wir auch ein bisschen über das Projekt sprechen noch. Also was wir genau verändern wollen. Ich weiß nicht, ob wir verraten, wie wir das verändern wollen. Aber das werdet ihr dann sehen. Bin so hyped, das ist so ein geiles Projekt, wirklich. Aber sowas. Wir alles gleich am selben Tag machen und so. Und ich schwör's dir, der wird damit nicht rechnen. Das kommt aus dem Nichts. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und an der Stelle würde ich auch sagen, bin ich raus. Wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil. Brupp.